Schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Hier zu Captain Todd Treasure Tracker. Wir sind bei den Leveln von Super Mario Odyssey. Nachdem wir im letzten Part im Schlemmerland öfters mal gegrillt wurden und auch unsere Nerven, geht es jetzt weiter mit der Expedition zum Steinpilzplateau. Das kostet 160 Münzen, die haben wir locker. Also gönnen wir uns das mal. So, Steinpilzplateau, ha? Ich bin mal gespannt. Mit Super Mario Odyssey hat das jetzt aber nichts am Hut. Und das ist das, ich meine, das erste Beta-Level. Vor allem dieses Level hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Wo ist der Unterschied? Oh, da ist ein Tod. Ah, der folgt mir. Muss ich Tods sammeln? Wirklich? Und die dürfen auch nicht sterben, oder was? Hey, das ist der Gelbe, der immer geschlafen hat. Komm mit, fauler Sau. Faule Sau. Jetzt hat sich's... Die Zeiten sind rum, wo du gefaulenzt hast. Wie soll ich denn hier mit allen Leuten reinkommen? Das ist ganz schön eng, ja. Diese Scheigeist sollte ich töten. Da oben wird schon schwierig genug, zu viert anzukommen. So, dich töte ich auch mal lieber, sicherheitshalber. Nur, wo geht's? Wie komme ich zum letzten Tor? Hier, ne? So irgendwie war das. Ja, und dann da runterfahren, genau. Dann, Moment, dann muss ich wieder runterfahren. Ach ja, da war ja was. Oh, jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Alle nochmal sammeln, bitte. Danke. So, kommt man da hin. Und... Ach, zum letzten Tod. Hallo, mein Freund. Kommst du mit? Jetzt wird es aber doch ganz schön eng, muss man sagen. Was da wohl sein wird. Also es interessiert mich ja schon ein bisschen, ne? Ich kann die Tots aber einsperren, meine ich, ne? Um sicher zu gehen. So, jetzt dürft ihr euch ja nicht rausbewegen, ne? Und ich riskiere allein mein Leben. Wirklich? Nein, da muss ein Goldfilz sein oder sowas. Irgendwas. Nein, nichts. LOL. Na dann, kommt mit. Zack, zack, zack. Und zu viert geht's auf diese Plattform. Mit allen Tots zusammen. Hoch zum Stern. Okay. Was soll hier jetzt die Besonderheit sein? 90 Münzen sammeln. Ich verstehe. Dann würde es sich, glaube ich, anbieten, so lange wie möglich alleine rumzurennen und erst spät wie möglich die ganzen Tots einzusammeln, ne? Wobei der hier ist, glaube ich, unausweichlich, ne? Ja. Der folgt einen so oder so. Und ich habe es beim ersten Mal gar nicht so wirklich gecheckt, dass der einen schon verfolgt, ne? Ja gut, den muss ich dann schon mitnehmen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die sterben, weil sonst könnte man das Level ja gar nicht mehr beenden, ne? Also wenn die getroffen werden. Aber ich hab's nicht vor, es auszuprobieren. Von daher... egal. So, hier sind nochmal ein paar Coins. Aber 90 Münzen? Hm, der wird schon ganz schön eng, ne? Sollte ich wohl auch jeden Gegner mitnehmen, der geht. Ich sagte, jeden Gegner mitnehmen, der geht. Danke. Ich grase hier auch gerade alles ab, aber ich finde nicht wirklich irgendwas.
an versteckten Coins. Tja. Ja, Mann, weil er da so ewig weit... Blauer. Und ich dachte, der Gelbe wäre die Schnarschnase, der immer nur einpennt. Nein. Das bist scheinbar du. Er bleibt da oben. Egal. Allerdings haben wir noch immer lange nicht die 90 Coins erreicht. Aus der Blume da kriegen wir 10 Stück raus. Das geht sich nicht auf. Ich fand das eine ganz gute Idee, die einzusperren. Tschüss. Wir sehen uns gleich wieder. Dann, wenn ich euch abhole. Als ob hier nicht irgendwie ein Goldpilz versteckt wäre oder so etwas. Wo sind hier noch Coins versteckt? 49 habe ich gefunden. So viel ist der Stern jetzt auch nicht wert. Noch mal da waren, glaube ich, noch im Haupt in dem alten Level ein paar Coins gelegen auf diesem Geländer hier, aber nö, das ist jetzt nicht der Fall. Sehe ich irgendetwas? Das kann ja nicht sein. Da sind auch keine versteckten Coins. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, wo ich diese Coins herziehen soll. Ich meine, ich kann ja auch nicht zaubern und mir die aus den Hintern ziehen oder sowas. Ich kann vieles, aber das nicht. Ja. Ich suche die ganze Zeit nach einem Goldpilz, der irgendwo versteckt sein müsste, weil dann wird es sich genau aufgehen. Aber ich kann nichts sehen. Vielleicht ganz am Anfang, da hatten wir es ja schon mal sowas. Ne. Aha. Nintendo, Nintendo. Heute nicht. Heute nicht. So, die rennen alle zu mir. Das ist okay. Zack. Und jetzt haben wir genug Coins. Es war irgendwie klar, dass ein Goldpilz fehlen musste. Das musste die Lösung sein. Und jetzt haben wir alle Coins. Gemein, so ein Goldpilz am Stiel, am Start zu verstecken. Aber wir hätten sogar nur 90 gebraucht. Ja gut, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Den Goldpilz musst du finden, so oder so. Sonst schaffst du es nicht. Und warte, es gab bei diesem Level keine Diamanten. Habe ich nicht übersehen? Es gab keine. Ups, das wird ja schon zu viel. Expedition über die Dächer. Diese Expedition. Ich habe mich eigentlich mehr auf Mario Odyssey Level gefreut. Aber okay. Es werden wohl lieber nochmal ein paar Level geremaked. Mit neuen Herausforderungen.
Bist du wohl? Danke. Wo bist du eigentlich? Okay. Machen wir uns später Gedanken drum. Nicht jetzt. Den sollten wir mal erledigen. Bevor er uns noch gefährlich wird. So, was kann man hier rausziehen? Ich kann ihn verschieben, wie ich möchte. Hier ist schon der blaue Todd, der erste. Hallo. Wie geht's? Gehen wir also mit der ganzen Familie hier auf Tour. Boah, ich kann nichts sehen. Was gibt's hier? Ein Schlüssel? Ach ja, da war ja was. Oh nein! War das clever? Nein, das war nicht clever. Ich habe den Schlüssel getötet. Aber der wechselt nach. Von daher. So eine Schlüsselblume sollte man immer vor seinem Haus haben. Wenn man mal den Schlüssel vergessen hat, dann kann man sich einfach einen neuen rausziehen. Oder natürlich dumm sein und sich treffen lassen wie der größte Noob. Von dem Spaten. Ah, ja, ich nehme euch mit. Dann kommt aber auch vorbei. Macht mal schneller. Ich habe nicht ewig Zeit, auf euch zu warten. Zeit ist Geld. Geld, das sind Level. So, mal hier alle in Sicherheit. Du machst hier den Weg auf. So, danke. Ah, das wird knapp. Woher laufe ich dagegen? Ach, das ist eine Wand? Lol. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber die Kamera ist auch echt furchtbar in diesem Level. Ich meine, ihr seht es ja selber, ne? Ihr seid ja nicht blind. Dass man so weit weg ist und es so verwinkelt ist, dass man sich selbst alles nicht sehen kann. Das ist schon ein bisschen unschön. Genauso wie, dass ich mich hier treffen lasse, weil ich es nicht sehen konnte. Ja, dann musst du die Kamera drehen. Nein, mache ich nicht. Kann ich auch nicht immer die ganze Zeit machen. Irgendwann mal ist auch mal gut. Ach, scheiß auf Münzen. Wer weiß, ob das überhaupt die Zweitquest ist. So, du gehst mir auf die Nerven, also stirbst du so. Und du kommst jetzt runter, dass ich da auch mal hinlaufen kann. Danke. Nein, so war das genau. So, noch ein bisschen multitasken. Zack. Von hier aus hätte ich es vielleicht gesehen. Aber von meiner anderen Kamera her, nö, keine Chance. War hier nicht ein Pilz? Danke. Den habe ich nämlich wieder nötig. Nachdem ich so gefällt habe. So, zack. Zack. Ein bisschen Coins grabben. Ja. Wo würdest du mich hinbringen? Nur dahin. Das wird mir rein. Doch, das wird mir euch weiterbringen. Aber. Ich darf nicht vergessen, ich muss ja noch jemanden mit. Oh. Kommst du mit, grüner Todd? Mitnehmen. Und zwar habe ich eine Fahrgemeinschaft mit dem gelben Todd. Und heute bin ich dran, ihn abzuholen. Von daher. Im Kreis zu laufen scheint sich echt, scheint echt gut zu funktionieren, um so viele zu sammeln. So. Und jetzt hier. Genau so. So wird das gemacht. Bevor wir jetzt mutmaßen, was die nächste Prüfung ist, versuchen wir es einfach von vorne und also ja, schauen wir einfach nach, was die nächste Prüfung ist. Gegner haben wir auf jeden Fall ein paar besiegt.
Aber Coins haben wir nicht alle eingesammelt. Mal schauen. Baba! 150 Münzen sammeln. Okay. Dann tun wir das. Here we go. Wie viel hatte ich jetzt halt, ne? Null. Ich muss halt wirklich jede Münze mitnehmen, ne? Heißt, ich darf auch keine Invisible Coins vergessen. So, auf dich warte ich jetzt mal gepflegt. So, denn du stirbst jetzt. Bam, 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 Coins. Wenn mir am Ende echt Coins fehlen, dann könnte es sein, dass sie in der Röhre sind. Zumindest ist das, was ich mir vorstelle. Oder vorstellen könnte. Also du warst gerade draußen spucken, ne? Dann stirb. So, jetzt nicht hier treffen lassen. Ich habe nämlich aufgemacht. Okay. Nochmal extra Coins. Ja, vielleicht sollten wir warten schon, bis wir drüber sind. Den Schlüssel mitnehmen. Denn ohne kriegen wir die Tür nicht auf. Das wäre ja dann ein bisschen dumm, ne? Oh Mann, der blaue Tod ist voll der Streber. Mit seiner Brille. Boah, das war knapp. Er wollte gerade rauskommen. Aber not today. My friend, not today. Ich bleibe lieber am Türrahmen hängen. So sehe ich eher aus. So. Ich glaube, viel mit Invisible Coins ist hier wirklich nicht, ne? Wo denn auch? Zack, hoch. So. Next one. Please. Der gibt mir 10 Münzen, weil ich voll bin. Weil ich schon groß bin. Nicht, weil ich voll bin. Voll bin ich später vielleicht, wenn ich die Parts abgedreht habe. Nein, ist unter der Woche. Ich bitte euch. Da sind noch mal ein paar Coins. Aber von 150 bin ich noch immer weit entfernt. Ach Mann, was soll diese Münzensucherei? Sag mir nicht, da ist irgendwo ein Gold... Wieso ist der da unten? Grüner Tod, wolltest du nicht mitgehen, oder was? Ich meine, hier gab es mal einen Goldpilz zu suchen, bzw. zu finden im Hauptmodus. Ja, ich sag mal Hauptspiel. Als wir hier das erste Mal waren. Ich würde ja fast sagen, Nintendo hat ihn wieder an Anfang gepackt, aber das wäre echt für Nintendo selbst für Nintendo ein bisschen zu low. Aber umsonst muss die Röhre da ja auch nicht sein, ne? Man muss... Die schicken einen wieder zurück. Warum mache ich das jedes Mal aufs Neue? Ach, sag mir nicht, es ist schon wieder einer runtergefahren. Mann! Ah, ist das ekelhaft! Auf so viele Tots aufpassen zu müssen. Und Tots sind nicht gerade sehr pflegeleicht, wie ihr alle wisst. Das Problem ist, die schubsen sich vor allem gegenseitig auch, ja? So, zack, weiter. Los, 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 keine Zeit verlieren. Aha. Das reicht aber immer noch nicht. Moment. Da sind auch noch welche. Wenn da 15 Coins liegen, bin ich froh. Dann bin ich happy.
Ja, sogar mehr. 160, 165 haben wir. Ja, der Goldpilz macht's mal wieder aus. Und so gelangen wir nach oben. Sehr schön. Ich hoffe nur, es geht demnächst mal wieder weiter mit normal, mit, ja, Mario Odyssey Level. Denn dafür bin ich eigentlich hier. Nicht um Level, die ich schon mal gespielt habe, neu zu spielen. Naja. Hoffen wir aufs Beste. Lasst einen Daumen da würde ich mich sehr drüber freuen. Gerne auch ein Abo, wenn ihr keins der Videos mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Also, bleibt dran. Und bis dann und ciao.